Hallihallöchen, Leulings, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Legend. Geschichtsstunde war gestern, heute ist Tomb Raider. Wir spielen natürlich auch auf Tomb Raider Schwierigkeit und wir sind jetzt im echten Grab angekommen, zumindest sieht es so aus. Sind aus dem Kinotaf raus. Die Tür muss man doch irgendwie öffnen können. Und wir benutzen jetzt einfach den Gabelstapler, um uns hier den Weg frei zu buddeln. Sieht einfach alles sehr, sehr geil aus hier im Next Gen, muss man schon sagen. Naja, wir schauen einfach mal. So, und da ist wieder so eine Wand. Wo führt sie uns hin? Ah! Was muss ich drücken? Alles klar bei dir? Ich wollte es lieber langsam angehen lassen. Das hättest du dem Gabelstapler sagen sollen. Ja, aber passt sie mir fast nicht am Wagen. Wie gesagt, es sind so diese kleinen Details, die ich nicht mehr weiß. Oh, ist ja herrlich. Konzentrieren. Ja, beruhige dich, Alistair. Sonst darfst du nicht mehr bei mir vorne sitzen. Ach, wie lame das einfach kommt. Lara, beweg dich, beweg dich, beweg dich. Ich muss in das Grab, ich muss in das Grab, ich muss in das Grab. Gut. Denn hier ist nämlich noch ein Bronzeschatz. Ich habe, wie gesagt, keinen Überblick. Ich schaue einfach immer am Levelende, was wir so gesammelt haben, was nicht. Ne, wie gesagt, ich weiß viel, aber nicht mehr alles. Sieht ein bisschen aus wie ein Hogwarts hier. Au. Upsala. Ja, jetzt sehen wir jetzt auch mal den Ladebildschirm. Ach ne, den haben wir am Ende der letzten Folge ja schon gesehen. Aber ich finde ihn auch geil gemacht. Ah, hier kam er direkt ein... Ja. Jetzt haben wir auch endlich mal vielleicht ein bisschen Ruhe. Jetzt sieht alles so ein bisschen aus wie Hogwarts. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich auch. Aber das heißt nicht, dass ihr jetzt reden dürft. Doch, ich darf reden, das ist mein Beruf. Die Zahl merken wir euch. Merkt euch mal, das ist die römische 3, die befindet sich hier. So, machen wir mal weiter. Kontrollpunkt. Reicht dir das als Antwort? Wow, ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nicht. Entschuldigt, Leute, aber so viel Leben wegen nichts, um wieder nichts zu verlieren. Ne, ich bitte euch. Das muss nicht sein. Auf dem Weg, den ich nehme. Naja, was heißt bewusst einkalkuliert? Ich frage mich halt, was man hier schützen will. Na gut, wir dürfen es nochmal probieren. La 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 la. Ja. Wer weiß, wie lange es schon brennt. Ich frage mich, ob der Architekt das wohl bewusst einkalkuliert hat. Reicht dir das als Antwort? Wow. Ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nehme. Kann es sein, dass ich mich gerade an der einfachsten Stelle im gesamten Spiel total dämlich anstelle? So dezent meine ich jetzt? Oh, schon ein bisschen länger. Reicht dir das als Antwort? Wow, ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nehme. Okay, wie zum Fick soll man das machen, ohne da großartig Leben zu verlieren?
Reicht dir das als Antwort? Wow, ist dir klar, dass du dir dabei die Stiefel ruinierst? Nicht auf dem Weg, den ich nehme. Okay, so ist gar nicht schlecht. Das war sauber und genau so belassen wir das auch. Ein bisschen Leben verlieren darf man. Möglich. Ist alles, Lara. Wenn du nur fest genug dran glaubst, sonst bist du eine Croft. Sieht aus wie mein Müllhexer. Ich hoffe, du wirst nicht durchspringen. Die muss man irgendwie abstellen können. Das hoffe ich allerdings auch. So. Ja, na klar kann man die abstellen. Im Strich lassen die sich ganz, ganz einfach abstellen. Nämlich so. Und hier ist ein neues Secret. Und soweit ich weiß, unser weiter Weg. Denn hier ist nämlich die 1. Diese haben eine Bedeutung. Die führen uns später am Ende vom Level zum goldenen Secret. Ich drücke jetzt die 1, aber gegenüber liegen die 2 und die 3 nachher, wenn wir das Spiel, das Level am Beenden sind. Ich spoilere euch das schon mal ganz grob. England wird circa 2, 3, vielleicht auch 4 folgen. Das Level ist groß, schön und actionreich. Ich glaube, alleine, wenn wir jetzt nachher... Wie gesagt, ich liebe England einfach. Kann man mir erzählen, was man möchte. So, 2 ist dann auch gedrückt. Die Kiste hier kann man jetzt da so durchschieben. Das ist eigentlich auch im Spiel so eingeplant, werdet ihr später noch sehen. Muss man aber nicht. Habe ich früher aber auch so gemacht. Ich glaube sogar am allerersten Let's Play habe ich so gemacht. Ja, ihr geht einfach hier lang, zack. Dann nehmt ihr die wieder. Dreht das Ganze einmal und schiebt sie dadurch. Allerdings, und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Ja, möchte ich hier kein Leben verlieren und spiele nicht auf leicht. Von daher werde ich mir die zweite Kiste mit dazu holen. Jetzt ist es nämlich wichtig, diese Kiste hier so zu platzieren, noch nicht, aber gleich, dass ihr die andere Kiste da exakt sauber dran vorbeischickt. Und dann müsst ihr diese Zeiten nutzen, wo diese Dinger so schnell drehen. Diese Müllhäcksler so schnell drin. So in etwa ist gar nicht schlecht. So könnt ihr da jetzt die zweite Kiste rausholen. Weil ich möchte mir dabei jetzt nicht das ganze Leben versauen, weil ich hatte, glaube ich, noch keinen Kontrollpunkt oder nur einen. So, und hier jetzt wieder genau dasselbe. So. Ich will das nicht, deswegen werde ich beide Kisten benutzen. Das dauert zwar etwas länger, ist aber dafür die safere Methode. Wenn ihr euch sicher seid, wie ihr springen könnt, dann müsst ihr das nicht machen. Ihr könnt dann auch einfach, so wie ich das im allerersten Spiel gemacht habe, eine Kiste nehmen oder wie ihr es in manchen Walkthroughs sehen werdet. Ich will aber hier wirklich, ich weiß wofür. Ich sag mal, gut, allzu viele Medipacks werden wir nicht mehr brauchen. Ja, da bin ich mal ehrlich zu euch. Weil die Schießereien sind jetzt auf Minimum runter. Wirklich, da kommt gar nichts mehr. Großartig, außer jetzt nachher, wenn wir uns am Rauskämpfen sind, aber dann brauchen wir die Medipacks im nächsten Level auch nicht. Weil die Schießereien sind jetzt alle auf Minimum. Dafür, ja. Ich möchte halt trotzdem nicht, dass wir in irgendwelchen doofen Situationen kommen, nur weil wir im Let's Play sind.
und ja angeblich keine Zeit haben, benehmen sie uns einfach. Wenn ihr das ähnlich seht, Daumen hoch. Wenn nicht, dann... So weit kannst du niemals springen. Nein, ich muss einen anderen Weg finden. Richtig, wir helfen uns jetzt mit Kisten. Ahaha, Lara, du hörst mir doch oft genug schreien, also ganz ehrlich. Wenn dir das nicht reicht. Jetzt machen wir nämlich einfach nur noch den hier. Nein. Ich lasse es drin. Mann. Jetzt habe ich den anderen Mist ja auch wieder nicht gedrückt, Alter. Wir sehen uns dann gleich wieder, ja? Ich setze da jetzt so nachher einen Cut, ich lasse die Aufnahme aber trotzdem laufen. Ach du Scheiße, nicht mal das Secret ist gespeichert. Ach du Scheiße. Bis gleich! So, nach 3 Stunden purer Inkompetenz sind wir zurück. Was ist passiert? Ja, ich sagte es bereits. Pure Inkompetenz in Person. Ich hätte es jetzt drin lassen können, aber ich wollte das nicht antun, wirklich. Das war wirklich dann da, bin ich wieder da gestorben und... das war alles nicht so doll. Warum haltet ihr nicht beide die Fresse und lasst mich arbeiten? So, erstmal da liegt noch ein Secret. Ja, wie gesagt, in der Theorie ist schön, wenn man weiß, wie es geht. In der Praxis muss man es auch umsetzen können. Das ist immer so eine Sache. Ist da gerade bei mir was zu Bruch gegangen oder war das im Spiel? Das sind diese komischen Glocken. Ein Booty. Ihr seid zu langsam. Lass mal reingucken. So, das haben wir. Das ist jetzt aber Ihre allerletzte Ruhestätte, Sir. So ist es. Gut, dann machen wir uns wieder an die Arbeit. Können wir machen. Ja, das ist ein sehr versteckter Schatz. Da habe ich damals auch ewig gebraucht, um den zu finden. Ist wirklich so. Und jetzt betätigen wir diesen Hebel. Hier ist nämlich Strömung. Deswegen findet man den nicht so einfach. Ich ändere dann mal eben meine Reisepläne. Dürfte aber nicht lange dauern. Feigling, keine Sorge, Lara. Ich habe dich immer noch im Auge. Aber unter Wasser hörst du mich vermutlich kaum noch. Gott sei Dank. Ja, jetzt habe ich gerade gepennt, hier abzuspringen. Hier muss jetzt irgendwo ein Booty sein. Oh oh. Ungeheuer von Loch Ness? Bin ja mal gespannt. So, das haben wir auch. Oh oh, Wasserfall. Jabba dabba du.
Oh oh. Irgendwie macht mir das jetzt hier gerade ein bisschen Angst. Seht euch das an. Oh, das ist großartig. Das ist interessant. Ja, aber hier sehen wir uns erst das nächste Mal wieder bei Let's Play Tomb Raider Legend. Bei diesem wunderschönen, kolossalen Bauwerk. Ist es nicht geil? Ist es nicht einfach nur geil? Wahnsinn. Wir sehen uns hier das nächste Mal bei Let's Play Tomb Raider Legend. Wiederschauen und reingehauen.